Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Kati und zeige dir heute, wo, wie und mit welchen Mitteln du leichter seltene Fische fangen kannst. Und unter anderem, welche Exemplare nur noch bis April gefangen werden können, die deinen Sternibeutel strahlen lassen. Viel Spaß! Als allererstes ist es wichtig, die verschiedenen Lebensräume der Fische zu kennen, da nur gewisse Arten an bestimmten Orten aufzufinden sind. Und damit meine ich nicht die offensichtlichen Orte wie Fluss oder Teich, sondern Orte wie die Flussmündung, der Steg und den obersten Punkt deiner Insel, beziehungsweise die Wasserfälle. Beispielsweise gibt es nämlich circa 4 Fische, die sich in der Nähe von Wasserfällen aufhalten. Die restlichen Flussfische beißen hier jedoch auch an, aber wenn ihr nach einer bestimmten Art suchen wollt, solltet ihr genau aufpassen, wo ihr seid. Die Flussmündung ist der Bereich am Strand, wo der Fluss in das Meer mündet. Hier gibt es genau 3 verschiedene Arten zu finden, die nur hier auftauchen. Alle anderen Flussfische beißen hier ebenfalls an, aber ihr wisst, was ich meine. Auch ist unschwer zu erkennen, dass eure Insel seit Anfang an einen Holzsteg besitzt. Bis zu 4 sehr seltene Fische können dort geangelt werden. Viele der seltenen Fische sind demnach relativ groß, weshalb ihr hier auf die größeren Schatten achten solltet, um die Spawnrate zu erhöhen und in kürzester Zeit viele Fische an den jeweiligen gewünschten Orten zu bekommen, werden Köder eine sehr nützliche Sache sein. Denn insbesondere, wenn ihr seltene Fische in den gerade aufgelisteten Lebensräumen angeln wollt, kann es sehr lange dauern, bis ihr diese überhaupt bekommt. Fischköder können überall zum Angeln eingesetzt werden und es tauchen direkt Fische auf, was schon mal eine super tolle Sache ist. Gefällt euch dieser von der Größe dann nicht, schmeißt neuer Köder ins Wasser, verscheucht somit den kleineren Fisch und ein neuer erscheint. So switcht ihr in kürzester Zeit die verschiedenen Fische, was auf jeden Fall super praktisch ist, wenn ihr eine gewisse Größe erreichen wollt. Um einen Köder herzustellen, benötigt ihr eine Teppichmuschel. Die könnt ihr problemlos beim Strand farmen. Beim ersten Mal herausgraben dieser Teppichmuscheln wird dein Charakter alleine auf das Rezept für die Köder kommen. Also keine Sorge, du wirst das DIY-Rezept somit früh genug bekommen. Und wenn ihr jedoch etwas faul seid, dann könnt ihr gerne jetzt in die Kommentare schreiben und fragen, ob der ein oder andere vielleicht einige Köder für euch hat. Und aus diesem Grund vielen Dank an meine Community und den 4 Leuten, zu denen ich hin durfte, um mir einige Köder für das Video zu holen. Super lieb von euch! Und nun kommen wir zum Fang. Da man bereits bei größeren Fischen einen gewissen Druck verspürt, diesen unbedingt fangen zu müssen, weil er ja schon so selten genug da ist, wäre es sinnvoll, nachdem der Fisch das erste Mal angebissen hat, die Augen zu schließen. Da du dich dann vollkommen auf das Geräusch fixieren kannst und nicht versehentlich die Angel zu früh einholst, weil es so aussehen könnte, als wenn er gleich anbeißt. Das ist zumindest meine Taktik, die ich auch in Wild World oder auch in New Leaf angewendet habe und meiner Meinung nach eine ist, die einfach mega super ist und einfach echt helfen kann. Ebenso würde ich euch raten, keine Wackelangel zu nutzen, sondern eine etwas besser gecraftete. Einfach nur, damit diese nicht allzu schnell kaputt geht und ihr in kürzester Zeit sehr viele Fische fangen könnt. Ansonsten könnt ihr auch gerne mehrere Angeln in eure Tasche verstauen, um euch dann das Laufen sowie auch Craften zu ersparen. Und nun kommen wir zu den Fischen, die ihr noch bis April fangen könnt, sei es für das Museum oder zum Verkaufen. Die Flunder ist relativ groß, deshalb besteht hier auf jeden Fall Verwechslungsgefahr, wenn ihr große Fische fangen wollt. Deshalb nicht demotivieren lassen, sondern einfach weitermachen. Der Thunfisch sowie auch der Marlin sind ebenfalls Fische, die ihr noch bis April fangen könnt und die den ganzen Tag auf eurer Insel sind. Diese befinden sich meistens am Strand und, um genauer zu sein, in der Nähe des Stegs. Wenn ihr also einen riesigen Schatten habt, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß zum Fangen und ihr könnt somit 7000 bis 10.000 Sternis dazu verdienen. Ebenso gibt es auch komplett neue Tierarten, wie beispielsweise die Schnappschildkröte. Diese befindet sich meistens am Fluss, bei mir war es aber eher der Wasserfall, aber irgendwie soll sie laut Internet am Fluss sein, zwischen 21 und 4 Uhr morgens. Spendet sie an das Museum oder verkauft diese für mehrere tausend Sternis weiter. Weitere Meeresbewohner, Verkaufspreise und wo ihr sie alle finden könnt, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch da einige Listen zu. Ebenso vergesst nicht, nach Lumeus, also CJ, Ausschau zu halten, da dieser gerne auch ein paar tausend Sternis mehr springen lässt, wenn ihr diese bei ihm verkaufen wollt. So, das war's mit dem Video, wie, wann und wo man die seltenen Fische in Animal Crossing New Horizons fangen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was für Fakten oder Tricks-Videos ihr noch auf diesem Kanal sehen wollt und abonniert doch gerne diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Dann würde ich einfach sagen, das war's mit dem Video. Ciao, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.